Ich habe genug von diesem Ort. So. Jedi Survivor spielt sogar 9 Jahre VSY. Okay. Halten wir einen Moment an. Ich habe da auf einer großen Werft mit ca. 30.000 Leuten am Tag, die da arbeiten. Und die Landwirte hatten bei uns gesagt, die wollen die Werft gezielt blockieren. Ja, okay, ja, dann lohnt sich das nicht, das stimmt. Vor der Schlacht von Yavin. Ey, komm, ich muss unbedingt wieder Star Wars gucken. Mein Hirn lässt wieder nach. Auf jeden Fall nach da unten. Nein, Jahre, bevor Episode 4 eine neue Hoffnung. Ah. Hier geht's nicht rein. Okay. Sie wollen mich, sie kriegen mich. Schön, dich zu sehen. Soll ich dich mitnehmen? Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Ja, das darf ich jetzt wieder machen, ne? Wir müssen sie ausschalten. Hallo. Oh Gott, ich bin doch nicht gut im Kämpfen. Wow! Ich brauch Hilfe! Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechenbar. Nee, mach mal nicht. Hör auf damit.
meine Freunde alle tot kämpfen. Aua. Okay, 2 Schwerterkampfstil erhalten. Ui. Okay, Kel kann jetzt im Kampf mit 2 Schwerterkampfstil einsetzen. Den 2 Schwerterkampfstil ermöglicht schnelle Angriffe und eine verbesserbare Machtparade. Bietet aber wenig Ausdauer. Okay. Du bist dran, Kestis. Käse. Hier, Jedi. Wie guckt sich das an? Einmal Ratte, immer Ratte. Was? Halte Y, wenn zum Beispiel das hier ausgewählt ist, um die meisten Angriffe einschließlich Projektile automatisch zu parieren, erfordert Macht. Ja, aber das brauche ich doch gerade nicht. Oh, ich hätte dich doch gerade töten können. Ja, so nicht, du. Hey, Kumpel! Ich musste das unbedingt machen. Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Dein Name lautete Massana Tide. Es ist Zeit, dich zu befreien. Okay. Okay. Dann könnte ich jetzt den 2 Schweine. Mal gucken. Probieren es mal aus. Ich mag's, wenn er böse ist. Okay, auf die Seite kommen wir aber auch nicht wieder zurück, oder? Wie die? Wo bist du? Was machst du? Wo bist du hin? Ich hab auf irgendwas auf Hecken gedrückt. Leg einen Zahn zu, BD1. Macht der noch? So, der ist jetzt fett. Was hat er gemacht? Hecken. Ach, da bist du hin. Das habe ich irgendwie gerade nicht gesehen. Nicht jeder Inquisitor ist freiwillig zum Inquisitor geworden. Viele wurden einfach vor die Wahl gestellt, Inquisitor oder sterben. Ja, richtig, richtig. Da würde ich auch lieber zum Inquisitor werden. So, haben wir noch einen Pool? Fähigkeiten? Ja, einen. Ich brauche unbedingt mehr Leben.
So. Davon sind wir gerade hierher gekommen. Dann geht's hier runter. Würdest du zum Inquisitor, heißt, du musst alles verraten, an was du glaubst, und musst deine Freunde töten. Du, Fry, du, ich mag die dunkle Seite der Macht viel lieber als die Jedis. Es tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen, aber ich hätte damit gar keine Probleme. Bot, bravo. Könnt ihr mich hören? Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Falls nicht. Oh, du bist! Ah, okay. Ich bin raus. Kommt auf die dunkle Seite, der macht. Wir haben Kekse, kriegst du? Ja, Kekse. Wir haben auch einen Nomi-Mode, was einen Keks futtert. Nom. Ich würde lieber im Badewasser eines Hutten baden, als zum Sith zu werden. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Ich kann nur in den meisten Fällen die bösen Leute. Ja, ich weiß nicht, ich habe da Sympathie zu, ich weiß auch nicht, ich kann die meistens verstehen. Und deswegen bin ich auch nicht unbedingt abgeneigt, selber böse zu sein. Oh, okay. Ich hab sie versteht mich. Meistens. Wobei, so böse bist du ja gar nicht, Dave. Bitte einmal scannen. Also ich bin der Meinung, hin und wieder muss man sich auch als Guter die Hände blutig machen. Heißt nicht schmutzig machen? Macht man sich nicht die Hände schmutzig? Ist nicht weit. Ja, schon, aber so klingt es böse. Ach so. Ach so. Der hier ist hübsch. Dave will nur seine TARDIS, dann ist er glücklich. TARDIS? TARDIS war Doktor. Ja, genau, Uli. Ah, ja. Okay, Dr. Who. Ja. Habe ich ja gesagt. Der eine Woche in die Vergangenheit mit den richtigen Lottozahlen. Oh, ja. Das hört sich gut an. Ja, fein, ist denn hier ein Keks? Den erzähle ich lieber nicht weiter. Ellie, das war viel zu lange nachgedacht. Das gibt Hausaufgaben.
beide lebt. Dank dieses verrückten Gundark-Sohns. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Aber Gabs und die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Du hast recht. Ja, bitte, ruf die Schiffe. Verdammt. Nicht der Service, den ich erhofft hatte. Bravo, gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Okay, ich zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. Okay, Dave, also ich sag dir jetzt was, ja? Und du wirst mich wahrscheinlich hassen. Ich habe nie Doctor Who geschaut. Deswegen musste ich gerade wegen TARDIS musste ich überlegen, aber das war die Telefonzelle, diese englische alte Telefonzelle war das, glaube ich. Das kenne ich, vom Aussehen her kenne ich das. Bist du bereit, Kerl? Ja. Du erregst ihre Aufmerksamkeit, ich falle ihnen in die Flanke. Ich gebe euch beiden von hier Deckung. Viel Glück. Ja, deswegen Hausaufgaben. Los, gucken. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wo man da anfängt. Das ist ganz, ganz verwirrend, wenn man noch nie Doctor Who geschaut hat. Ich habe mir das so angeguckt, also so geschaut, mit welcher Staffel fängt man denn da am besten an? Weil es gibt irgendwie so super ganz, ganz alte Staffeln, das gucke ich nicht. Und dann gibt es aber neuere und dann fängt es irgendwo, da soll man wieder einsteigen können und ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Ich finde, wir sind bereits zu lange hier. Bringen wir es hinter uns. Und ich verstehe das Ganze mit den Doktoren auch nicht. Also es gibt irgendwie immer einen Doktor und der ist aber, der hat immer eine andere Form. Also der sieht immer anders aus, aber ist all the same. Ich blick da halt nicht durch. Na? Der fängt einfach mit dem 2005er Reboot an. Das reicht vollkommen. Heißt das auch 2005er Reboot? Ich bin da... Also nur deswegen habe ich es bisher nicht geschaut, weil ich nicht gewusst habe, wo muss ich da anfangen? Was gucke ich? Also, ne? Wie, wo? Ziehen wir es durch. Ja, das wird erklärt. Ah, okay. Okay, das wird erklärt. Ich weiß nur, dass mal, ich weiß nicht, wann das war, vor ein paar Jahren, da waren alle aus dem Häuschen, dass der Doktor mal eine Frau war oder irgendwie so. Weil das bisher anscheinend immer nur ein Typ war. Da waren alle aus dem Häuschen plötzlich. So, was haben wir hier? Regeneriert zusätzliches Leben, wenn er einen Stim-Behälter von Bidin benutzt. Ja, aber das ist noch nicht so oft passiert. Nutzt Macht. Mhm. Halte B, um automatisch Nahkampfangriffen auszuweichen. Ja, oh, das hört sich doch ganz gut an. Ah, das kann ich gar nicht lernen, weil... Das braucht 2 Punkte und ich habe nur einen. Ich verstehe. Ausfallender Schlag reicht jetzt weiter. Drücke kurz vor Kontakt LB, um bis zu 2 Blasterprojektile hintereinander zurückzuwerfen. Das hört sich gut an. Das nehmen wir. Und hallo Sodas. Hello, hello. So.
So. Na dann, machen wir hier mal auf. Ziel erfasst! Oh. Hab einige Gegner gesichtet. Alles klar, Tanz Bravo, weiter so. Blaster ist bereit. Oh. Ja. Bravo, das war super. Schieß doch, schieß doch. Was für ein Schuss, Bravo. Der Weg ist frei. Nur, ich wollte das abwehren. Warte, was? Ich kann irgendwas untersuchen. Das ist der Hangar. Hoffentlich ist die Mantis noch ganz. Oh Gott, ich hab kurz in den Chat geguckt. Am Boden. Bravo rettet unseren Arsch. Alles im Griff. Gut gemacht, Bravo. Erst getroffen. Wow. Aber auch ein Schaden. Bravo, das war super. Gibt es hier irgendwo Loot? Loot, Loot, Loot. Z95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat. Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Bereit? Oh, es war ein tolles erstes Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Peilsender? Der andere ist auf der Mantis. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und verrechnen ab. Ja klar, ich kann dir vertrauen. Du kennst die Infos. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat? Möge die Macht mit dir sein. Bist ein großartiger Kämpfer, Kerl. Mal sehen, wie gut du fliegst. Wie sieht's aus, BD? Oh. Was es auch ist. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind. Verkehr. Das Portal wird wohl gewartet. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen es riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. Wir haben Gesellschaft. Auf mein Zeichen bremsen. Da sind wir hinter Ihnen. Verstanden, Bravo. Gute Arbeit, Leute. Ich hoffe, das war der letzte. Ich hasse lange Abschiede. Anscheinend nicht. Mehr Feinde.
Ich schere aus, um sie wegzulocken. Danke, Bart. Viel Glück. Dir auch, Kerl. Wir sehen uns. Ich hab sie nicht los! Festhalten! So kann man's auch machen. Das habe ich von dir gelernt. Lass uns ausgehen. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Wir sitzen in der Falle. Wir sind ausgefallen. Wir sind fast da! Bravo! Wir haben ein paar Treffer eingesteckt. Machst du eine Diagnose? Ich verschicke so lange die Infos. Fertig. Hoffentlich sind die Infos von Nutzen. Nur das Imperium hätte den Rest nicht bekommen. Hab Geduld. Dieser Krieg wird nicht schnell gewonnen sein. Und nicht allein durch uns. Die Galaxis ist riesig, Droide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datumir zurück und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Du bist nicht eingeladen. Weißt du, ich hole nicht oft ein altes Familienrezept wie das hier raus. Also was sagst du? Merrick! Das ist gut. Könnte Salz vertragen. Zu viel Salz ist ungesund. Es ist köstlich, Grease. Dafür würde ich sogar Kredit bezahlen. Ach ja? Hey, vielleicht sollte ich dir eine Rechnung stellen, Kerl. Ja, findet ihr nicht auch, dass es hier irgendwie verbrannt riecht? Das Gyro ist hin. Na, großartig. Ist irgendein Hafen in der Nähe, der uns nicht sofort ausliefert? Ja. Ruf das Cobra-System auf. Da hast du dich also niedergelassen. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Ist vielleicht eine gute Idee, da unterzutauchen. Wenn jemand die Mantis reparieren kann, dann Grease Stridus. Glaubst du, wir schaffen's? Wir
Wir sollten aufräumen, bevor wir Grease besuchen. Du weißt ja, wie er auf Unordnung reagiert. Ah, Mann. So. Jetzt muss ich mal gucken. Speichern tut das ja nur, wenn ich auf diesen Punkten bin. Und war hier hinten nicht immer einer, wo man sich mal hinsetzen konnte? Nee, hier ist höchstens das. Ich würde nämlich eigentlich gerne speichern. Mhm, okay, ein Zusammenbau. Werkbänke freigeschaltet. Ah, jetzt habe ich die jetzt freigeschaltet. Okay. Du kannst Schwertklingenfarbe ändern. Ja, Kosmetik halt. Bringen wir das zurück zur Werkbank. Ich dachte immer, hier war auch ein Speicherpunkt. Hier so drin, aber ich bin noch nicht aus dem Tutorial raus anscheinend. Was hältst du davon? Neuer Stil gefällig? So, ja. So, was kann man dann bei dir machen? Man kann viel, viel mehr verändern. Vorher war das, glaube ich, immer nur... Ich sehe keinen Unterschied. Achso, doch. Ah. Doch ein bisschen. Ja, nee, den will ich nicht. Aber ja, vorher war... Gefällt dir der neue Look? Sieht genauso aus wie vorher, Mensch. Vorher war ja das immer dasselbe. Also war es ja immer ein Stil halt. Hier habe ich noch nichts. Genauso wie hier. Hier kann man jetzt auch viel, viel mehr machen. Warte. So. In den Dingern kann ich noch nichts machen. Ja, nee, passt so. Einfacher als beim ersten Versuch. Kann man hier noch mehr machen? Material. Ja, weiß ich nicht. Anfängermetalle? Nicht Metalle. Oh, so kann man es dann auch ein bisschen matter machen und so. Okay. Akzentfarbe. Ach, das ist das da unten. Ja, von mir aus. Oh Gott. Zustand. Makellos. Uralt, gealtert, getragen. Gut erhalten. Ich glaube, ich nehme gut erhalten. Gut erhalten sieht gut aus. Also gut. Wir haben es fast geschafft. Gehen wir zum Cockpit. Das sieht voll brutal aus, Amabidi. Ja. Ja, wenn man seinen Kopf ändert. Das sieht voll brutal aus. Da hast du recht. Hier ist jetzt mein Speicherpunkt. Wundervoll. Dann speichern wir hier nämlich.